Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest bei einer weiteren Folge. Ja, in der letzten Folge lief es nicht so gut. Dafür haben wir jetzt gerade hier ein Boot gefunden und geil, eine Knarre. Können wir die... Yo, da hinten sehe ich schon welche. Ja, jetzt sollen sie mal kommen. Wir haben jetzt eine Pistole hier, hoffentlich auch mit ausreichend Munition. Ich nehme alles mal mit. Wahrscheinlich irgendwelche Flares oder so, irgendwelche Fackeln. Und unsere Hand leuchtet so ein bisschen komisch blau. Oh, Totenschädel. Den hat der Ausflug hier wohl nicht so gut getan. Und ich nehme einfach mal alles mit, was wir hier auf dem Boot finden. Finden, finden. Was natürlich jetzt obercool wäre, wenn man irgendwann dieses Boot reparieren könnte und dann wegfahren könnte, so nach dem Motto, ja, man hat das Spiel jetzt gemeistert oder so. Das wäre eigentlich ganz cool. Und wo sind jetzt die Eingeborenen hin? Wir müssen immer noch unser Haus wiederfinden. Wir... Oh, da sind Haie. Ich muss schnell an Land. Da hinten war ein Hai. Ich hoffe mal nicht, dass die uns gesehen haben. Sieht nicht so aus. Da hinten sind Eingeborene. Ich lauern überall Gefahren. Aber wir haben jetzt unsere coole Knarre, die hoffentlich auch cool ist. Gut, ich guck mal eben rein. Eine Flare Gun und wir haben drei Flares. Also wahrscheinlich nur drei Schuss. Aber es reicht für den Notfall für die drei Leute da vorne. Die fragen sich wahrscheinlich, wo ihr Mittagessen hingelaufen ist. Das waren wir wahrscheinlich. Und ich probiere mich mal hier so ein bisschen lang zu. Ich gehe einfach mal nach links, dem Strand entlang. Unser Haus war ja auch irgendwo am Strand. Das muss dann ja eigentlich irgendwo da sein. So, die haben uns wohl nicht gesehen. Ne, die haben uns nicht gesehen. Dann haben wir eigentlich noch ein Getränk dabei? Ja. Und wir haben jetzt auch vier Snacks, cool. Die Snacks sind wahrscheinlich dann so ein bisschen als Nahrungsersatz gedacht für Notfälle. Ein Anker, ein verdammt großer Anker. Also ich meine, irgendwie müssen diese ganzen Sachen ja alle hier hinkommen. Da ein Zelt. Also von daher sind wir bestimmt nicht die Ersten, die damals hier gestrandet sind. Vielleicht sind die Eingeborenen ja sogar ursprünglich irgendwelche Urlauber. Ich meine, man weiß es nicht. Ich sammle hier einfach mal alles ein. So ein Stock meinte ich. Das hier ist bestimmt praktisch, um irgendwie damit, ja, weiß ich nicht, Fische zu fangen. Wir nehmen erstmal diese komische Knarre wieder in die Hand. Aber dann können wir eigentlich mal direkt ausprobieren, wenn wir denn irgendwo hier Fische finden. Ich meine, da hinten waren Fische, da laufe ich jetzt aber bestimmt nicht wieder zurück. Hier sind Fische. Oder? Ja, hier sind Fische. Dann können wir uns ja direkt mal so ein kleines Mittagessen suchen. Na, wobei das gar nicht so leicht ist. Das ist kein Fisch. So, da haben wir einen Fisch. Und noch einen Fisch. Also ich meine, das ist, ich finde es echt cool umgesetzt. Mit dem Fische sammeln hier. Gefällt mir ehrlich gesagt besser, als wenn wir irgendwie
eine Angel auswerfen und dann einfach warten, bis irgendein Fisch anbeißt. So, wie viele Fische haben wir jetzt überhaupt? Oh, genug. 4 Stück oder so. Und es wird auch langsam dunkel. Dann nehme ich mal meine Knarre und mache mich mal so langsam hier auf den Weg. Ja, aber wie man sieht, viele coole kleine Details eingebaut. So Schildkröten, ein Zelt, diese Höhle, wo wir gerade irgendwie rauskamen. Und hier ist noch eine Höhle. Ich meine, wir könnten da jetzt rein. Ich meine, ich merke mir die Ecke hier sowieso jetzt mal. Da hinten war ja die Höhle mit dem Boot. Hier ist noch eine Höhle. Dann wissen wir ja, wo wir mal... Moment. In welche Richtung geht die Sonne? Die Sonne geht dahin. Das heißt, Moment, wir waren im Süden. Da wird irgendwo der Westen sein. Das heißt, wir müssen genau auf die umgekehrte Seite der Insel. Dann müssen wir doch wieder in die andere Richtung. Es geht, glaube ich, in der anderen Richtung schneller. Und ich hau mir mal hier nochmal so einen Drink rein. Und einen Snack am besten auch. Irgendwie müssen wir ja wenigstens ein bisschen zu Kräften kommen. Und ich gehe jetzt mal nicht in die Höhle rein. Wir haben uns das gemerkt, abgespeichert. Und schauen dann irgendwann mal rein, wenn wir vielleicht wieder in unserem Lager sind. Und uns wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht haben. Ich dachte schon, wir wären jetzt tot. Und das Spiel wäre zu Ende. Das wäre natürlich blöd, wenn nach 3 Folgen schon der Charakter tot wäre. Und ich bin mir auch echt gar nicht sicher. Ich glaube, das ist hier der 5. Tag. Ich stehe da unten ja immer noch. Und da leuchtet der Baum. Genau wie da hinten leuchtet auch was. Ich wette, das sind die hier mit ihren Taschenlampen. Ich gehe da einfach mal vorbei, ganz eiskalt. Wir haben hier unsere coole Knarre. Und wenn die uns angreifen, dann gibt's Rambazamba. Geil, wir haben 2 auf einmal getroffen. Sterbt, sterbt. Ja, und der haut jetzt ab, der hat Schiss gekriegt. Zu Recht. Und es ist echt so dunkel. Ich sehe gerade gar nicht mehr... Oh, scheiße. Ich glaube, nee, das können wir vergessen. Wisst ihr was? Ich mache hier... Ich gehe da hinten hin, wo wir hingegangen sind, um zum Boot zu kommen. Es ist so dunkel. Ich mache einfach mal... Irgendwie muss ich ja hier ein kleines Lager machen. Haben wir denn überhaupt ein bisschen was dabei? 6 Stöcker. Das reicht natürlich eigentlich nicht. Aber ich sehe hier gar nichts. Ich kann unmöglich jetzt... Oh, scheiße. Und jetzt ist die Sonne komplett untergegangen. Aber wir haben... Ey, wir haben eine Taschenlampe. Geil. Ja, dann... Können wir hier doch noch weiterziehen. Wir haben eine Knarre, wir haben eine Taschenlampe. Dann kann uns ja fast nichts mehr passieren. Einfach immer dem Strand entlang. Wir wissen ja, dass wir selber auch unsere Hütte irgendwo am Strand hatten. Also von daher muss die ja hier irgendwo kommen. Und wir wissen auch, dass da Westen ist. Das heißt, wir müssen einmal... Moment, da ist Westen. Das heißt, da ist Süden. Wir sind, glaube ich, gar nicht so falsch. Oder doch? Also ich hoffe mal, wir sind jetzt... Wenn ich mir das so überlege, sind wir, glaube ich, gar nicht so falsch. Das wird jetzt dann so eine kleine Nachtwanderungsfolge, so ein bisschen. Aber irgendwie müssen wir auch wieder zurückkommen. Und ich frage mich gerade, sind das hier alles... Nee, ich dachte, das wären alles Höhleneingänge, diese weißen, großen Steine.
Hier geht's gerade nicht so wirklich weiter. Aber wenn das Westen ist, dann wäre hier der Norden, der Osten, der Süden. Das heißt, wir sind relativ nah bei unserem Haus eigentlich. Theoretisch. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie riesig diese Insel jetzt wirklich ist. Aber wir sind, glaube ich, zumindest schon mal auf dem richtigen Wege. Und die Getränke halten auch nicht so lange. Und es regnet natürlich immer noch. Also, man merkt es mittlerweile gar nicht mehr richtig. Es ist für einen schon fast zu gewöhnen geworden. Es regnet einfach ständig. Da war gerade irgendein Geräusch. Irgendein Wind hat gepfiffen oder so. Irgendwelche Windgeräusche. Und wir laufen hier einfach mal weiter an der Küste entlang und ich hoffe, wir erleben hier nicht noch mehr Überraschungen. Boah, ein Vogel. Nein! Oh, ich glaube, unsere Taschenlampe verlässt uns. Bitte nicht. Wenn die jetzt natürlich ausgeht, dann ist Ende im Gelände, dann ist vorbei. Wir haben, glaube ich, nur diese eine Taschenlampe dabei. Ich glaube, die haben wir gefunden irgendwo in diesem Koffer. Und ich glaube, die geht jetzt gerade aus. Wird auf jeden Fall schwächer. Das war's. Ich sehe nichts mehr. Rein gar nichts mehr. Und ich werde das jetzt so machen. Ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Werde hier stehen bleiben, warten, bis die Sonne langsam wieder aufgeht und werde dann die Folge wieder starten. Also eine neue Folge starten. Weil so kann man jetzt hier natürlich nicht weiterrennen. Also, das war jetzt diese Folge. Ein wenig kürzer als sonst, aber auch noch eigentlich im Rahmen hier mit gut 13 Minuten. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, weil mal so ein bisschen was anderes. Wir haben ja hier trotzdem ein bisschen was erlebt. Und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von The Forest wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.